Das ist ja interessant. Ja, also den Leim unseres Decks haben wir ja schon, aber. Ja. Der Yolo-Keep auf die Insel? Das ist wirklich ein Leim muss man auch Sachen zusammenkleben. Man könnte halt dafür argumentieren, dass wir Turn 3 was zu tun haben. Wir ziehen auf jeden Fall auch ein viertes Land. Ja, haben ich weiß dann, was machen wir dann? Wir haben gute Draws. Wir haben. Ich würde auch. Zwei Drops. Und der Deck ist ja nur gut. Wahrscheinlich ist es gerade 60-40 für Keep. Ja, 65. Okay. 61,4. Toll, wenn man diese Zahlen herholt. Der war Problem ist, wenn das der Kreaturengegner ist mit dem Mono-Rot oder Mono-Weiß. War das natürlich der schlechteste Keep. Wir Welt. Ziehen einfach diese Insel. Bing. Brauchen wir nicht mal. Ich würde mich über einen Mob-Dingens hier mehr freuen. Oh, ja, der wäre echt schön. Ja. Oder so ein schöner Porzellan-Legionär. Ja, den nehmen wir natürlich auch gerne gegen das Kreaturengegner. Den brauchen wir. Natürlich gegen den Blau-Weiß. Der kann doch gar keine guten Karten mehr. Ja, kann er echt nicht. Oh, der Glückslegionär. Die wir nicht in den 8-4 drauf gegangen sind. Den es auch gar nicht gibt, der ist anders. Naja, und ja, aber ich find auch den viel schöner. Ja, ich fühle mich so schlecht, wenn ich so ein... Wenn es gut wand. Ne, so. Oh, guck mal, unser Gegner hat gefragt, ob wir am Rekorden sind. Wirklich? Ah, kennst du den? D-O-M. Ich glaube, es heißt Dom oder Doom. Ich denke, er möchte D-O-M ausgesprochen werden. Sicher? Kennst du den? Nein. Na, der heißt bestimmt Dominik oder so. Das hallo schon. Dominik. Jetzt wäre die Insel wirklich gut gewesen. Schade. Na gut, dann nehmen wir den Warhammer. Einfach den. Wir lassen da den Hammer raushängen, oder? Ja, wir zeigen ihm, wo der Hammer hängt. Das sagst du nur, um mich zu verunsichern, sagt er hier. Nein, in der Tat. Ich grüße den Dom. Dom? D-O-M? D-O-M. Das ist schon nein. Das haben wir doch schon etabliert. Nein, wirklich, glaub mir. Darf man Punkte machen in seinem Namen? Ja. Oh, er hat noch nichts getan hier. Na, er wird jetzt. Er wird uns das mal sagen, hoffentlich. Ah, cute. Ich dachte, er legt jetzt die World of Ohms und zieht eine Karte. So, Oh, ich habe gerade einen Land gelegt. Witzig. Wollte ich gar nicht. Also, unser Gegner davor hatte einen Pest extra, richtig? Ja. Ja. Das heißt, wir könnten jetzt hier unten Into the Wall. Das heißt, wir können jetzt hier noch ein Schwert erwarten, falls wir kriegen. Ich will wirklich, ich würde einfach den Disciple legen. Ohne angreifen. Oh, what? Nee. Hast du Angst vor, was hast du denn Angst? Keine Ahnung, Pestermite? Ja, und dann? Ja, aber Pestermite... Also, wir haben zwei Optionen. Ich will ihn nicht equippen. Okay, du willst dich nicht equippen. Sehe ich ein. Und damit legen wir noch den Soul. Dann werfen wir aber erstmal an. Ja, klar. Okay. Ja, aber dann könnte er wegsehen. Aber es gibt nur noch Condemn. Oh, wir rennen Condemn. Wenn er Condemn hat, ist das fair. Das muss er eher raus. Besser als wenn er jetzt gegen unseren Falken wird. Ja, das muss nicht raus. Das muss raus. Das muss raus. Wir haben Hellkite. Ich will nicht angreifen. Los, greif jetzt an. Das ist nicht schlecht, wäre das denn, wenn ich mir dachte, außerdem hat er doch einen Landdruck. Ja, dann doch, er hat einen Landdruck gemisst. Vielleicht ist er einfach ist gut. Okay, noch fühle ich mich sicher. Also hier nicht anzugreifen wäre super schlecht. Ja. Man muss auch ein bisschen mitsweaten sozusagen. Ich bin ja wahrscheinlich der König der Paranoiden. Nee. der Leute, die um Sachen herumspielen. Aber an der Stelle. Sacrifice this. Yeah! Mit Bonfire. Alter. Kriegt man nicht Lebenspunkte? Ja. Wir haben 3 Lebenspunkte bekommen. Wir waren auf 18, weil wir 2 bezahlt haben. Ja. Dann sind wir auf 16 gegangen. Das sind. Wieder 2, wo ich den Sick. Mentor und dann haben wir 3 Lebenspunkte bekommen. Auf wie lang ist denn unser Gegner? Er hat lang gezogen. Du willst doch hier in jedem Fall blocken, oder? Mit unserem Warhammer im Spiel? Klar, block. Hey, dann, er hat eine Card-Draw-Machine. Das stimmt. Da habt ihr recht. Wir wollen nur auf 8 Mana kommen mit unseren 3 Planeswalkern. Das Problem ist, dass wir jetzt nicht spielen können. Also wir können halt Archeop legen. Nein, die Gator da. Oh, wir noch Siege gehen. Ja. Und können nächste Runde Ral und Archeop spielen. Wir wissen, dass es noch ein... von Gottes gibt, das Day of Judgment haben wir schon gesehen bei dem anderen. Ja, aber ja, mehr gibt es dann eigentlich auch nicht, was Siege Gänger wirklich gut geht. Genau. Das geht von Gottes. Ja, ist halt eine Karte. Ja, aber du willst ja, dass dein Gegner mehr Karten aufwenden. Nein, du, wenn du einen Zorn hast, willst du auch eine Karte haben, die ja 1 zu 1 tauschen. Konnte dismissen übrigens. Nope. Benza. Okay. Ja, aber das ist super fair. Das ist sehr fair. Es sei denn, da kommt jetzt eine Jitte drauf. Ja, aber dann ist das die Jitte, die nicht fair ist. Was? Richtig. Also der Begriff des nicht fair sein. Würde, ja genau, würdest du auch sagen, dass der Squire unfair ist? Und dann nicht ja, wenn das dumm verschwistet, heißt schon. Der hat nämlich die Stats von dem Squire. Ja, sick. Ja. Johnny, also wirklich, mit deinen altbackenen Witzen, die wir jede Woche erzählen. Wirklich? Wusstest du auch, dass der Stoneforge Mystic den Flavortext vom Squire hat? Also darauf referenziert? Das ist nicht das richtige Wort, aber ja. Also nein. Wusste ich nicht. Das wusste ich echt nicht. Ja, ist auch gelogen, aber... Okay.
Der hat gar keinen Flavortext, ne? Der Stoneford Mystic, ne. Der nicht? Hat bestimmt keinen Flavortext. Oh. Bonfire. Bonfire ist gut dagegen. Wird leider aber erst mit 7 Mana, ne? Nee, was, wie viel braucht man? 7 Mana. Wir könnten das und das machen, aber das ist ja auch doof. Ja, wir brauchen 7. Ich glaube, wir legen einfach noch ein Siege Game. Ja. Weil, klar, natürlich. Warum nicht, ne? Ja. Den muss er ja auch erstmal loswerden und wenn er den los wird. Aber ich lege noch vorher ein Land. Ja, natürlich in das Bitter Days reinlaufen. Legen wir ins Skalding Town? Wir wollen jetzt eigentlich schon weit. Also ich finde den Deck wollen wir die ganze Zeit Länder ziehen, also bin ich für die Insel. Ja, ja. Ich will auch keinen Damage nehmen eigentlich. Ja, das kommt dann so. Dann Siege Game. Hat er F6, okay. Vor allem seine Miriam, also mit dem Loxodon und Warhammer ist ja uns auch total egal, was er mit seinem Miriam macht. Und die Token, die er produziert, damit können wir mit dem Bonfire jederzeit dann klären. Ja, also wenn er jetzt irgendwas gegen den Siege Game macht, würde ich auch direkt das Bonfire zünden. Ja, oder am besten noch eine Kreatur legt. Weil dann haben wir beide, also gut, wir haben ein paar Tokens, aber ich sage immer, das Board ist dann ausgeglichen, nur dass wir drei Planeswalker haben. Das sage ich auch immer. Nee, du hast dann immer drei Equipments. Gegen Blau-Weiß ist auch immer sehr schön, einfach Planeswalker. Oh. Blocken wir den einfach zu dritt? Finde ich gut. Meinst du? Ja. Nee, eigentlich finde ich es schlecht. Eigentlich nicht, wir haben das Bonfire. Ja. Finde ich auch nicht gut, ne? Wir nehmen ja einfach 5. Genau. Ich glaub, macht eigentlich der Siege King das? Ja. Weil wenn wir auf den Warhammer legen, dann schießt der praktisch der Lightning Helix. Oh, genau. Seid ihr Glück, na ey. Vollkommen richtig. Wobei man dafür argumentieren könnte, die Threat-Dichte zu verteilen, also das zu verteilen. Also ja, ich würde auch auf den Token legen. Weil wenn der Token dann irgendwie gehandelt wird, könnten wir dann auch Niemals, okay. Und der heißt doppelblau auf dem... Das ist ein bisschen schade, dass er 4 entnimmt. Ja. Was passiert denn, wenn wir jetzt equippen, hätten wir immer noch Doppelaktivierung von Siege Gang frei. Also ich meine, dann kann man doch jetzt ja einfach einen Token equippen, mit dem reingehen und hätte dann immer noch alle Optionen offen. Mit Doppelaktivierung. Hat er... Er könnte eine Miscalculation haben. Die Frage ist, ob wir auf einen Counter setzen oder nicht. Weil wenn nicht, könnten wir auch einfach... Haben wir nicht gerade den Luxus, einfach um Counter rumzuspielen, weil wir eben onboard schon so viele Optionen haben? Ja, die Frage ist, ob wir irgendwann das Bonfire sowieso zünden müssen, weil... Na, nicht jetzt. Nee, weil... Wir wollen es den Warhammer schon aus. Wenn sie alle drei, Toughness haben oder 4 Toughness und Power, werden sie halt echt zu viel. Wir müssen ja... Was ist, wenn du einfach mit einem Token angreifst? Ja, genau, du kriegst jetzt einen Token, greifst an für 4. Nee, was ist denn, wenn du einfach mit einem Token angreifst? Das ist halt die Sache, wenn wir dann Bonfire zünden und er discountern kann, sind wir tot. Ja, genau. Also das bringt uns in eine Line of Play, die uns gegen Counterspell raus sein lässt. Die Line of Play, die ich jetzt vorgeschlagen habe, ist ja einfach total risikolos. Wir kriegen auf jeden Fall 4 Lebenspunkte. Wenn nicht, könnten wir immer noch überlegen, das Bonfire zu spielen. Nee, können wir nicht mehr. Nee. Aber was kann denn passieren? Interval kann nicht kommen, es könnte ein Repeal kommen auf dem Token. Ich glaube, wir haben einfach keinen Counter. Könnten wir nicht einfach Siege King equippen und reinrennen? Nee, wir wollen die Lebenspunkte auf jeden Fall. Siege King equippen, zweimal Bremas abschießen. Aber Moment, das ist die gleiche Anzahl an Lebenspunkten, die wir kriegen würden. Wieso, wir kriegen ja dann 4 von dem? Ja, wenn du aber... Und nochmal 4. Wieso nochmal 4? Na, weil der die Schaden macht von dem Warhammer. Ach, du willst mit dem Siege King angreifen? Ja klar. Du schießt 2 Token auf den Bremas, der stirbt gerade mit einem Mann. Ja, das finde ich auch gut, weil dann musst du nicht das Bonfire auf die 9 warten. Okay. Das finde ich gut, weil den Primas willst du loswerden auf der anderen Art und Weise. Das sehe ich ein. Du hättest mal ein Land legen sollen, bevor du kriegst. Ist egal. Okay. Also, nee, das stimmt nicht. Was? Vielleicht wolltest du ja Respawns doch... Den Siege Gang opfern? Nein, nehmen wir mal an, er hat irgendwas komisches, was bounced und dann willst du vielleicht einfach 2 Token vorher abschießen. Auf Primas. Ja, das stimmt schon. Sacrifice a Goblin, okay. Oh, ist das tasty. Ich hab gerade Leben bekommen. Ja. Und Attack. Das wäre natürlich ganz schön sick. Jetzt 8 Lebenspunkte einquetschen. 9. Man hätte jetzt den... Gegen Angriff und Goblin fand ich nicht so cool. Das finde ich auch nicht so gut, jetzt hier zu traden, weil das sind ja 2 potenzielle Schaden, die wir uns nehmen. Ja, andererseits, ja, vielleicht. Und der Token würde eh sterben. Und jumpen konnte er ja auch nicht, weil er Siege Gang Trampel hat. Ich hätte jetzt einfach so ungefähr das Board frei gehalten. Aber ja. Oh, wenn wir jetzt die Emeria klauen, haben wir auch einen Fetchland.
Ja, wobei ich mir jetzt auch vorstellen könnte, dass wir einfach Ralsarik legen und Emiria abschließen. Ja, finde ich auch sehr gut. Zumal können wir Ral, Ashiok. Who am I kidding? Wir legen natürlich Nicole. Echt? Naja, warten wir mal ab. Ich würde es auch mal abwarten. Ist es nicht... Oh, aber auch das schön. Jetzt kommt die Elspeth. Oh, ich glaube, wir legen Nicole. Bonfire, richtig. Was? Könntest du bitte reasonable bleiben? Oh! Ah, okay. Sick. Ja, okay, jetzt schreit es natürlich nach dem Bonfire. Ja, es schreit nach dem Bonfire, doch. Oder warte mal, gibt es eine bessere Line of Play? Nein, man kann halt Elspeth schrotten mit Nicole. Okay, dann geht er auf 8. Das heißt, er müsste irgendwo noch 3 schießen. Das super, muss aber richtig sein. Das ist ein 3-4-1. Ja, das ist ein echter 3-4-1 vor allem. Ja, ja. Hier legen wir auch noch ein Land, damit wir nicht in Stays rennen. Weil das gibt es auf jeden Fall. Das wäre fatal. Oh. Das ist tasty. Es ist wirklich super crunchy. Yes. Yes. Thank you. Thank you, sir. May I have another? And still all these. Ugh. Ja, unser Gegner. Tasty. Toffel erinnert jetzt auch noch unseren Gegner. Oh. Na, das ist doch unser. Oh mein Gott. Jesus. Abgeben. Alter, seid ihr die krassesten Glückner. Das gibt's ja überhaupt nicht. Das ist ja total absurd unfair. Er hat gedacht, ja, ich komme hier nochmal rein in das Game. Nom nom nom. Ja, man merkt auch, wie Tom wirklich die unbändige Freude eines Kindes hat, wenn er diesen Blazewalker resolvt. Nochmal! Ich glaube, man nimmt uns nicht übel, aber das ist einfach... Das ist ein Absurd. Wie Geschenke auspacken. Ja, so freue ich mich, wenn ich einen Windrake spiele. Yeah! Oh, ich hätte es gedacht. Okay. Sideboarding. Ja, nee, aber fand ich auch cool. Vor allem der Gegner hat anscheinend ein sehr faires Deck. Bisschen schade. Ja, schade. Also, man sieht ja, auch... Darauf prayen wir ja. Wir prayen ja auf faire Decks, die nicht so schnell sind. Das stimmt. Guck dir doch mal dieses Meisterwerk an. Die sind auch schon ganz schön gut rausgekommen aus unserer Awkward-Startern. Ja, ja. Mit Glück, ja. Wie gut ist denn der Act of Aggression statt... Also alles, was in dem Deck ist, ist gut gegen ihn. Im stimmt Moment. Eigentlich, ja. Ja, nee, lass es halt. Hat der irgendwas gemacht? Er hat halt eine Elspeth. Wir wollen auch Chain Lightning, wir wollen Greater Claw. Ja, ja, wir lassen es einfach. Wir lassen das einfach. Also ich sehe hier keinen Grund. Nee, irgendwann. Wir haben ja im Prinzip eh kein Sideboard. Ja, das stimmt. Wir sitzen wie damals, wenn du gelogen. Im Osten in den Supermarkt gegangen bist, standst du auch nicht vor dem leeren Regal. So, aber was kaufe ich denn? Es gibt nichts. Das aber ist, in diesem Kaufhalle und nicht Supermarkt. Oh. Ja, okay. Du hast recht, Johnny. Sehr gut, sehr gut. Da ist niemand in den Supermarkt gegangen. Nee, in die Kaufhalle. Und einen ordentlichen Boiler geholt. Immer noch komisch angeguckt, wenn ich Kaufhalle sage. Ja. Finde ich aber gut. Ja. Ich sehe auch, dass das ein Kaufhalle ist. Naja, kommt drauf an. Na, ist schon, also damals war es nicht, dass ich sie kaufen kann. Ich habe gesehen, also ein bisschen euphemistisch, aber heutzutage. Aber jetzt habe ich Bock auf Boiler. Hier gibt es auch infinit viele Toffels-Umgebung, oder? Du kannst Hühnchen jagen. What? Wir haben so einen Kindergarten, der hat einen kleinen Zoo. Ah. Cool. Ja, was boardet man an seiner Stelle? Alle Kreaturen raus, damit Nicole Bullers keine Verteidigung hat. Er bin auch noch ein aggressiver im Start. Ich glaube, dass er einfach Pech hatte. Ja, er hat eigentlich schon ganz schön gute Kreaturen. Ne? Man sieht ja, dass unser Deck einfach von sehr vielen verschiedenen Herangehensweisen ist. Ja. Was sagen wir zu der Hand? Wir haben Länder und machen Turn 4 erst was. Finde ich okay. Ja? Das wäre okay, ja. Das ist okay. Wir haben Nicole. Was soll denn da jemals gehen? Das soll schon schief gehen. Wir haben noch keine Counterspells vom Gegner gesehen, oder? Stimmt das? Oh, würde ich Instacasten. Dieser schöne Read mit dem... mit dem Drawstep. Ist auch der einzige, wo ich keinen Stop habe. Ja, aber es ist ihm nicht aufgefallen. Natürlich nicht. Der Brief Delay. Es gibt ja irgendwo auch so diese Bluff-Wilke-Option. Ja, stimmt. Gibt es eine Option. Ne? Was passiert da? Dann hat du stoppst einfach immer im Drawstep. Oh, das ist aber schon ganz schön gut von ihm. Ja, jetzt müssen wir nur auf den nächsten kommen. Ja. Schade. Kriegen wir wohl einmal 3. Aber das ist ja eigentlich ganz fair. Da ist Flamdan Cabo schon eine relativ solide Antwort. Stimmt, ja. Ach nee, 4 kriegen wir sogar, ne? Oh, der Glückner. Allerdings, wenn Flamdan Cabo jetzt nicht da bleibt... Dann...
Wird schwer. Wobei uns der Goblin natürlich auch irgendwie die Zeit gibt. Ja. Ja. Bis zum Bolas. Wir haben ja auch schon alles Mana. Kriegst du das Charm? Sie haben doch gar keine Charms reingetan, ne? Krass eigentlich. Oh, das stimmt, ja. Hätte vielleicht auch mal. Ich dachte, das wären so ein paar Q-Karten. Ja, so zum Absand-Charm und so ein Kram. Also ja, Absand-Charm. Jeskai-Charm. Vielleicht sind die zu flexibel in der Umgebung. Sind sie vielleicht zu gut. Weil man zu einfach die ganzen Farben hat. Ja, aber die meisten Decks sind hier schon nicht dreifarbig. Das stimmt. Na gut. Es ist fair, aber es ist schon... Immerhin... Nee, das... Oh, das ist ein richtiges Problem, weil er nämlich einen Token behält, den er danach wieder pumpen kann. Ja, aber wir haben ja Bonfire. Ja. Oh. Ach, die fliegen nicht. Aber der haut Elsum. Aber der macht leider eins zu wenig. Wir haben ja Bonfire. Okay. Ja, also Bonfire reicht vielleicht schon nächste Runde. Ja, wenn wir Bonfire für zwei machen. Ah, Wense hatte. Ah, oh, Bonfire. Ist das wichtig? Also wenn er jetzt einfach Punkt und Go sagt, dann sollte man daran denken. Nicht, dass wir viele andere Optionen hätten, aber... Aber er kann ja nicht Felderkabo wenden. Oh. Oh. Aber den kann er jetzt nicht auch nicht Jason, oder? Ja. Er kann doch nicht Jason. Hä? Na, dem... Bouncen. Ja. Nee, kann er nicht. Ich glaube hier... Oh, aber das ist jetzt interessant. Oh. Oh. Ja, wir haben da jetzt einfach... Einen richtigen schönen 2-for-1. Wir spielen jetzt Bonfire für 1, Quatsch für 2. Das bringt ja gar nichts. Danke. Ich glaube, wir Hellkiten einfach den Jace. Ja, wir Hellkiten den Jace. Jace muss man immer beantworten. Das war andererseits könnte man natürlich auch Bonfire für 2 spielen. Und dafür 2 auf Else machen und dann... Und dafür argumentieren, dass wir nächste Runde Jace töten. Aber ich glaube, eine Brainstorm-Aktivierung mehr ist... Da können wir aber auch Bonfire einfach für nächste Runde aufmachen. Genau, oder? Weil das immer noch gut wird, auch mit Elspeths Aktivierung. Und für ein Blau sollte da auch nicht viel passieren. Und er muss vor allem auch Thunderbolt beantworten, er kann ja nicht einfach. Ach so, ja, okay, das macht alles gar nichts. Flametongue bleibt natürlich zu Hause. Richtig. Denn nur da fühlt er sich wohl. Ja, Thunderbolt ist auch echt ein Killer, du. Der hat ja auch schön defensive Stats, der Flametongue. Hier meine Rainstorm? I approve. Ja, ein bisschen schade, dass er nicht gefailed hat. Ein bisschen weniger Value bekommen hätte. Was ja gegen das rote Deck zum Beispiel sehr reasonable gewesen wäre. Mhm. Jetzt kommt nochmal Ilse? Nee. Gideon, wow. Er ist dieser Typ. Aber der haut jetzt... Okay, der stirbt dann auch. Ja, aber jetzt ist wieder das gleiche Dilemma. Wir haben halt das Bonfire und können nur einen töten. Ja. Wir können halt Elsbeth auf 5 hauen und Gideon tot hauen. Alter, hat Vigilant. Verändert das was? Oh ja, nee, aber wir kriegen Else, also wir kriegen halt Gideon tot. Ja, das müssen wir auch. Wir machen Bonfire für 1, leiten das auf Gideon um, Chain Lightning Gideon und dann geht sie auf 3. Ah ja, das finde ich auch. Okay. Ja. Ist am besten, ne? Ja. Das finde ich auch gut. Schön. Nee, jetzt nutzt unser Mana perfekt und ja, sehr schön. Und ich glaube, nächste Runde müssen wir Disciple auf. Flimmern haben machen. Ja. Yes, to Gideon. Wir sind ja doch schon auf dem 9. Ist ein bisschen schade. Weil oh, nicht eine Mana. Ach nee, wir haben eine Mana. Mana-Tide wäre jetzt richtig. Und dann könnten wir sogar mit einem Frost-Titan vielleicht Elsa angreifen, aber wahrscheinlich ja nicht. Er wird schon mehr machen als ein Token. Er hat echt viele coole Leute. Er ist ja einfach alle. Jace, Gideon, Elspeth, das ist schon wieder das Gute. Nein. Ja, aber ich habe gerade schon ja bei Gideon geklickt. Okay, na, es sind 2 Replacement-Effekte. Wahrscheinlich musst du dich halt bei beiden immer entscheiden. Ist aber merkwürdig. Was wäre, wenn ich jetzt ja gedrückt hätte? Dann hätte der andere Replacement-Effekt den Gideon-Replacement überschrieben. Meinst du? Mhm. Vielleicht hätte er einfach beide 3 gekriegt. Das wäre ganz schön unfair. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also kann ich mir vorstellen. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja, das stimmt. Wir reden hier über Magic Online, aber ja, glaube ich auch nicht. So, was hat er denn jetzt? Er fühlt sich jetzt bestimmt ganz schön sicher mit... Nee, okay. Frontline Medic. Der Counter Clay, das ist klar. Okay. Ich glaube, dann ziehen wir einfach ein paar Karten, oder? Ja. Hilft ja nichts. Wir können auch den legen. Sind wir einfach tot nächste Runde? Wir gehen auf 13 und können einmal blocken.
Battalion kriegt plus, das heißt, es sind schon mal 6. Dann blocken wir den First Strike. Oh, es wird alles indestructible. Beetleback macht doch hier überhaupt nichts. Ja, er blockt halt eine Menge, weil die werden alle unzerstörbar. Wir haben jetzt auch nicht wirklich, unser Bonfire ist weg. Wir können ja, aber dann tapst er. Wir haben ja gar keine Option, sehe ich. Na, wir können den Frost Titan zum Beispiel gar nicht legen. Ja, wir könnten den legen. Können dann den legen und einen jumpen. Also den da. Dann kriegen wir 6 plus, die sind 8. Aber auf was drawen wir denn eigentlich? Gute Frage, ne? Das Beste war Bonfire, das ist ein bisschen schade. Der kauft übrigens auch Bonfire. Ja, stimmt. Ist es dann doch der Chief? Ich glaube, wir müssen Incinerate für den ziehen. Ja, ich glaube, wir müssen das machen. Naja, blau und Mana. Ja, blau und Looter oder was? Mhm. Ja. Nicht sehr gut. Nee. Na, es waren doch ein kleines bisschen zu viele Planeswalker, die wir hätten sollen. Unsere Karten waren gut wie Planeswalker. Das Problem war eigentlich unsere Hand. Also Prima ist in Duellsbett und wir haben halt keine Aktion dafür. Ja, na, wir waren halt ein bisschen zurück. Hätten wir angefangen, hätte es ganz anders ausgesehen. Ja, das stimmt. Deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen für Spiel 3. Wir haben ja auch einen Warmer am Deck, also ich meine. Und Nicole. Ja. Den wir immer noch nicht legen können. Was kriegt der? Der wird plus. Ja, ist klar. Das heißt, wir jumpen so einen Golem. Wir kriegen dann 8 und gehen auf 5. Aber dann jumpt der Disciple, ne? Ja. Auf der anderen Seite ist der ein Human. Für die Elsbeth? Nee. What? Na klar, dann wäre der Aristokrat tödlich. Oho. Stimmt. Wo ist denn eigentlich diese Damnation von der Ordnung? Oh, damit nimmt er uns ja, falls wir Optionen hatten, ziemlich viele Optionen. Können wir da irgendwas machen? Nee, das ist wieder raus. Dann war raus. Sieh erstmal nicht hart. Stimmt. Oh, sick. Der kann Bonfire im gegnerischen Zug machen. Creator's Claw. Haben wir... Wird gecount. 21 Mana? Ja. Selbst wenn. Ja. Medic. Ja, okay. Konzept. Lass uns mehr Zeit nicht verschwenden. Ja, also... Good game. Also hat schon recht, hätten wir angefangen, hätte es anders ausgesehen. Aber jetzt, wo wir gesehen haben, dass er schon Agro sein, obwohl es war eigentlich nicht wirklich Agro, es war echt nur Elspeth, ne? Agro kann man das nicht bezeichnen. Ich glaube, unser Gegner kommt aus Köln. Wieso? Oh, Toppel, nee. Oh, das sind Insider. Nein, das ist überhaupt nicht. Bei Toppel gibt es zwei Richtungen von Witzen. Entweder unfassbar clever, dass sie keiner versteht, oder wirklich so flach, dass man sie auch nicht versteht. Alles klar. Ganz schön weiter Range. Ja, aber es ist binär. Ich nenne das polarisierte Jokes. Ah, genau. Okay. Ja, Borden... Wie wär's mit Active Aggression? Um mal so einen Planeswalker zu nennen von ihm. Hatten wir da irgendwas? Haben wir denn eine schlechtere Karte als Active Aggression? Das ist doch die Frage. Ich bin mit Essence Gatter sehr zufrieden, ich bin mit den Burn zufrieden. Ich bin echt, hat echt viele. Man könnte auch überlegen, Arschlag rauszunehmen dafür. Der ist aber halt immer nur gut, wenn das Board even ist oder man eine Head ist. Ach, wir on the play turn auf Arschlag legen. Auf der anderen Seite hat er sehr viele tasty Kreaturen, die wir haben wollen. Was halten wir denn von Splinter Twin? Nee. Was halten wir denn von Cut Frost Titan? Wir haben doch genug Gas in diesem Deck. Wollen wir da nicht Act of Aggression? Aber Splinter Twin ist doch bestimmt echt witzig. Der macht es auch einfach, unsere Mana-Kosten zu zahlen. Alter, Splinter Twin muss gut sein. What? No. Was? Doch. Ich würde es auch probieren. Ich glaube Frost Titan gegen Act of Aggression. Bist du auch dafür? Ja. Okay, was meinst du heraus? Na, bitte sagt jetzt Frost Titan. Aber wir wollten doch auch Frost Titan. Aber wir wollten ja Frost Titan. Nein. Offensichtlich. Nein, auf. Nein, Mob Warmaster. Ja, auch, aber... Na, ist halt okay, macht halt zwei... Wir nehmen einfach... Na gut, den können wir nicht rausnehmen. Wir können auch die beiden nicht rausnehmen. Also wenn, dann schon so ein Globmeister. Wir haben gerade verloren, weil unser Gegner schnell... Ja, vielleicht ist es ein bisschen ambish. Können wir den Frostheit einfach rausnehmen? Nein, den brauchen wir. Kann ich dieses Essenskette rausnehmen? Nein, er hat Planeswalker. Er hat nur Kreaturen. Ja... Warhammer? Was? Das also, Deck einfach Insta-Fold, oder? Ja. Also kein Splinter Twin. Okay, dann lassen wir es einfach so. Oh, aber, okay, ich habe lieber... Aber Splinter Twin. Also ja, nenn mir eine Karte, die du rausnehmen willst. Frost Titan. Frost Titan kann man nicht rausnehmen. Okay, ich nenne dir eine Karte, ja? Nein, 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 nein. Was? Wieso, woran hast du denn gedacht? Nenn Nicole. Achso. Ist okay, sie wollen nicht mit...
Okay, dann Submit. Submit. Wenn man sich einigen Koth. Koth. Nein. Nein. Aber er hat wirklich Zero Removal, habt ihr doch gesehen. Ja, ist das nicht. Das ist ja mal eine Hand. Das ist eine Hand. Was machen wir denn da Turn 2? Moggy. Naja, Moment, er hat einen Primas, immer Turn 3. Ja, wir müssen ja nicht zahlen. Toffe, ich muss dich was fragen. Bitte. Also stell dir vor, du bist in einem Haus und alle vier Wände dieses Hauses zeigen nach Süden. Ja? Und du guckst aus dem Fenster und es läuft ein Bär vorbei. Und du musst mir sagen, welche Farbe der Bär hat. Das ist doch eine Flip-Question. Welche Farbe der Bär hat? Ja. Es kann kein grüner Bär sein. Ist er 2-2? Oh, krass. Aber du kennst es wirklich nicht. Was ist denn? Aber ja, mach mal weiter. Das also ist er jetzt 2-2? Nein, der ist nicht 2-2. Das ist ein echter Bär. Du bist an deinem Haus. Ja. Alle vier Wände zeigen nach Süden und der Bär hat eine Farbe. Und ich will wissen, welche. Alle vier Wände zeigen nach Süden. Ich hab keine Ahnung. Ist das eine Wand nacheinander oder sind die in einem... Es sind vier Wände, es ist ein ganz ordinäres Haus. Ja. Gibt's die da überhaupt? Was? Die gibt's nur an einem von beiden. Gibt's die da überhaupt? Ja, dann sag mir die Lösung. Na, dann weiß. Okay. Warum? Weil der einzige Punkt, der Mittelpunkt deines Hauses muss genau auf dem Nordpol stehen. Ja, richtig. Und weißt du, was das war? Ein das war ein polarisierter Joke. Wunderschön. Okay, da habe ich lange für gebraucht. Habt ihr gemerkt, wie der Witz quasi erst am Ende durch die Erklärung zum Witz wurde? Ja, oder? Next level. Ich hatte da auch so einen. Wo war denn das? Ach so, genau. Moment, ich muss ihn noch abgeben. So. Why does Peter Pan always fly? Den kenne ich schon. Ah, ich kenne ihn leider auch schon. Ja. Ja, aber sag's uns bitte. Nee, dann sagen wir jetzt nicht. Was? Das ist die Rätsel, okay. Jetzt aber jetzt kommt doch dieser lustige Effekt gar nicht mehr. Der Witz kann jetzt nur noch schlecht sein. Machen wir deinen Trigger natürlich. Zahlen wir jetzt? Ja, nein. Wir wollen nicht den Primas laufen. Wir machen jetzt nur zweimal nach zwei Token. Ja. So funktioniert Mockbaumarschall. Es gibt keine Person in diesem Universum, die irgendwann schon mal die Abkosten bezahlt hat. Und oh, dann muss ich sagen, ich glaube, ich habe schon bezahlt. Oh mein Gott. Aus Versehen. Offensichtlich aus dem Wohl eines anderen. Oh, aber können wir nicht den legen? Aber was, aber. Dann blockt er halt und wir haben Incinerate. Ja, wir können nicht. Wir können nicht. Wir können nicht immer um alle Karten gegenseitig spielen. Nee. Wir haben ja auch alles, sozusagen. Vor allem nicht um Karten, die er nicht hat. Und wir wissen ja auch, Bremers kostet zwei Weiße, das ist praktisch unkartig. Genau, es ist ein Vierer, aber er kann ihn gar nicht für drei Karten. Das sind wir Trottel. Ja. Aber wir wussten ja, dass wir den Loot dazu. Aber unsere Hand ist so tasty, da wollen wir echt gar nichts riskieren. First World Problems. Oh. Meinst du nicht, dieser Beetleback Chief ist? Siehst du, der hat mal Insel. Oh, ja. Gott sei Dank. Und der Bremer ist auf der Hand. Oh, so ein Pech. Wenn wir einfach ein Land ziehen, müssen wir ja nichts machen. Ja, wir looten erstmal. Ja. Was? Oh. Naja, natürlich looten wir. Wir müssen ja was wegnehmen. Oh, der Glückner. Der geht auch weg, oder? Ja. Was? Incinerate brauchen wir nie. Wir greifen jetzt einfach mit dem... Was? Er hat diesen komischen 3-3er, der... Ja, wir greifen jetzt einfach mit dem Aristokraten. Moment. Tappen uns jetzt nicht jede Runde aus für insane Sachen? Du bist Essen. Nö, ich würde, wenn wir den jetzt resolven, würde ich in meinem Zug einfach... Kopfvollmodus. Okay, das stimmt, vollkommen richtig. Hat er einen Counter-Spell gehabt? Nein, er hat nur einen Gänser gezeigt. Ja. Er spielt keinen Counter, er spielt Tap-Out Planeswalker Control. Na, er hat aber Priorität noch nicht abgegeben, das heißt, er muss... Ja, doch. Er muss einfach conceden. Okay, und jetzt können wir uns doch mal kurz selbst beweihräuchern, dass wir in dieses Grixis-Deck mit diesem offensichtlich Planeswalker-haften Falkenrader-Chris-Ratten gesehen haben. Um das nochmal zu beenden mit Peter Pan. Ja. Das darf man nicht vergessen, ey. Nee, es gibt ja, obwohl, sollten die Leute von egal. Also, why does Peter Pan always fly? Because he? Neverlands. Richtig. Versteht Johnny. Kennst du auch den, kennst du den Follow-up davon? Natürlich. Okay. Du kennst den Follow-up auch nicht? Na, warum... Wie war das? This joke. Kannst du mal F3 drücken? This joke never gets old. Ah ja, doch, das wäre schon. Das ist schon ganz schön sick, was ich hier lerne. Wir haben jetzt neulich wieder Hook gesehen. Sehr schöner Film. Ist das mit der Uhr und dem Krokodil? Ja. Oh, das fand ich super scary. Profio. Ja, damals fand ich das auch sehr scary. Aber wenn man sich so eine alten Kindheitstraumas. Ja. Traumata. Nochmal anguckt. Danke, Johnny. Bitte. Entdeckt man auch so viele Sachen, die man, wo man damals einfach komplett zu scared war, um das zu realisieren. Also, hat jemand von euch schon mal Jumanji gesehen? Oh, ja. Das war also der erste Film, von dem ich Albträume bekommen habe. Alter, der war, ja, also ohne Mist.
Aber jetzt ist es eigentlich ein recht amüsanter Film sogar, ne? Ja. Aber so als Kind ist der halt... Naja, der bringt so ja vor allem sehr viele Fantasien, die man als Kind hatte, ne? Hat sich ja jeder irgendwie vorgestellt. Ja, ja. Also diese Bienen haben mich aber getötet. Also die Moskitos, ne? Am ja. Anfang? Natürlich. Das ist die Welle. Gut, eine Welle auf leerem Board aus einer Seite ist jetzt natürlich nicht so stark. Na gut, die Welle mit den Tokens ist schon... Ja. Es kauft ihm die Zeit, die er hier wahrscheinlich gerne haben will. Die Frage ist, ob wir jetzt Essenskette offen lassen. Nee. Wir greifen erstmal an und gucken, was er macht. Genau. Greifen wir auch mit dem Luther an? Ja, weil wir Länder haben wollen. Du musst ja die Leute counter von der Wave. Die Loyalty counter? Ich glaube, wir greifen mit einem. Ich würde auch sagen, wir greifen mit einem. Wir sind hier das Argo-Deck und wir sind eigentlich mit. Wir haben Burn, wir haben den Creature Removal und wir haben die Late Game Option. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht looten. Und wir wollen auf 8 Mana kommen. Ja. Vor allem, wir haben so viele Karten, die Reach geben mit Claw und Bonfire, dass wir auf jeden Fall so viel Schaden machen möchten. Okay. Und ja, das ist doch super, dass er hier 3 Schaden nimmt. Die Frage ist, ob wir jetzt Seed King spielen. Ja, auf jeden. Also, hätte er einen Zorn gehabt, hätte er in der Zone gespielt, hätte den Raristokrat überleben lassen und danach wieder gespielt, richtig? Ja. Also wir können auch davon ausgehen, dass er keinen Zorn hat. Nicht er wird einfach einen Planeswalker legen und dann wollen wir... Ich glaube, auch gegen Gideon wollen wir einfach einen Siege Gang haben. Ja, das stimmt. Und so viele Zahner gibt es, glaube ich, gar nicht. Ja, es gibt Brath und Day. Supreme Welle gibt es, glaube ich, auch noch. Ja. Das kann mir schon vorstellen. Ich würde es, glaube ich, auch die Welle vorspielen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Weil den Aristokrat wirst du ja nicht los. Und so hast du halt noch den Turn, wo der Gegner was drauflegen kann aufs Board. Ich meine, wir spielen blau, da ist es ein bisschen unwahrscheinlicher. Wenn wir jetzt einen Countdown packen, da hat er vielleicht Supreme Wild, das interessiert ihn nicht, aber. Es kann natürlich sein, weil wir ausgetappt waren, dass er die Welle resolven wollte, weil er die wichtiger findet. Und noch das Supreme hat, das wäre noch ein Argument, das stimmt schon. Na, er kann ja, wenn er jetzt Wrath macht zum Beispiel. Dann, okay. Na, das ist okay. Ja, sagen. Mit der Welle. Schon ja, ist schon. Also ist jetzt nicht super geil, aber stirbt der nicht einfach? Woran? An dem Token und dem Siege King? What? Dann sperrt er ihn ein. Ich glaube nicht auch. Ja, das ist halt weg. Wir gucken mal, was wir machen. Bonfire. Stirk. Stirk ist gut. Asche können wir legen. Aber ja, er guckt Flugfähigkeit, ne? Da der komische Typ. Aber er kann das ja nicht angreifen. Er kann nicht 3 Token tappen, angreifen und Asche kommen. Aber dann haben wir immer noch Incinerate, wenn er das machen will. Stimmt, vollkommen richtig. Die Frage ist, wollen wir angreifen? Ich glaube nicht. Nö, jetzt nicht mehr. Nö. Gibt es ein Argument, einfach die Token in sein Gesicht zu schleudern? Wir haben kein Live-Game gesehen. Oh, das statt Asche. Aber dann End of... Nee, nicht jetzt. Nee, hast du einfach so pum pum pum? Jo. Huh. Ist er nicht einfach tot? Er ist ja genau tot. Er muss ja den Siege Gang ab einer bestimmten Stelle oder Token removen, weil er sonst einfach stirbt. Okay, gucken wir mal, wie viel Damage er kriegt. Er kriegt, wenn er die 4 blockt, er hat 4 Kreaturen, ne? Ja. Das heißt, er kriegt 2, geht auf 8, geht auf 5, geht auf 3. Also wir haben Lethal schon auf dem Board, so halb. Plus Incinerate noch. Na, achso, er kann ja noch Sachen wegnehmen. Ja, ja. Also ich würde sagen, wir sagen einfach Go. Wir sagen Go. Wir legen nicht Asche. Genau, weil wir haben Lethal auf dem... Er ist doch tot, wenn er uns jetzt enttappen lässt. Nochmal. Er kriegt 4 Schaden, geht auf 6. Dann wird er höchstwahrscheinlich unseren Siege Gang rufen oder unseren Token. Höchstwahrscheinlich unseren Token. Wobei der Siege Gang dann nochmal schießt. Das heißt, er würde dann auf 4 gehen. Dann haben wir Incinerate. Und wir kriegen ja vor allem den Siege Gang wieder. Nee, er wird die Token rufen, aber das kann er auch gar nicht mehr so. Er kann nicht alle Token rufen. Wenn wir allerdings die Ashiok nicht legen wollen. Die Ashiok bringt uns halt überhaupt nicht vorwärts. Da könnten wir sie auch weglooten. Ha. Nee, finde ich jetzt nicht. Unbedingt richtig. Man muss auch sehen, wenn wir Ashiok legen halt der weg. Und die Kreaturen ins Spiel kommen, müssen wir erst warten, bis die Welle weg ist. Ja. Was okay ist, aber wir können halt nicht nächste Runde Kreaturen spielen. Ich glaube, wir halten ja einfach Scatter und Incinerate offen. Ja, klar. Aber ich bin jetzt nicht dafür, dass wir das Ashiok wegluten. Das ist wenn wir einen Seimzug looten, könnten wir Spawnfeuer kriegen. Richtig. Okay, ja, ihr habt mich alle überzeugt. Und ich meine, wir wissen, dass er auch noch ein Aristocrat handeln muss, der von uns kommt. Sobald wir ihn also auf 4 haben. Und mit dem Incinerate, ja, es muss einfach richtig sein, die Token in sein Gesicht zu schießen. Wir können natürlich auch Wasteland einfach aufs Sofa voll machen, ne? Das ist ja auch. Passiert halt trotzdem nichts. Wir machen ja immer noch alles, was wir vorher machen wollten. Aber er kann
kann auch nicht diesen Siege Gang wegnehmen. Nee, das kann er auf keinen Fall. Das kann er nicht. Aber ist nicht das Problem, dass wenn du End of Turn Sachen opferst, dass er die anderen Token klaut? Er kann ja gerne machen. Dann. Er kann ja nur... Also wir haben sechs Goblins. Wir schießen End of Turn 2 weg. Dann hat er noch zwei Marken drauf. Ja. Was er jetzt machen könnte, ist, er könnte zwei Goblins wegnehmen und den Cloud Gold Ranger. Einfach um eine Masse an Token zu bekommen. Damit diese Welle gezündet wird. Genau, das interessiert uns einfach überhaupt nicht. Das interessiert uns wenig. Wenn er schlecht macht, können wir sogar den Ranger abschießen. Und genau. Wir kriegen ja noch unseren Aristokraten wieder. Mhm. Hier müsste noch so ein Link draufstehen, dass man... Dass er bei dem Welle Exiled ist? Ja. Ja, ist halt eine Exiled-Karte. Es gibt halt nicht extra... Na, es gibt nur einen Exiled. Ja, weil die Welle sagt ja nicht, du kommst jetzt in mein Wellenexil, sondern du kommst ins Exile. Das, ich hatte das auch schon mal, ich weiß nicht, ob das ein Bug war, da ist mit der Welle irgendwas, was gepasst wurde, wiedergekommen. Aber das kann eigentlich nicht sein, oder? Nee. Also, nee. Ja, Exiled with Pyrex Wave, ja. Er hat natürlich einen Venser, das heißt, er könnte versuchen, seine eigene Welle zu bouncen mit Triggern auf dem Stack, aber... Den können wir erstmal tun. Bringt ihm ja auch... Ich würde auch nicht... mich austappen, glaube ich. Doch, klar, weil dann stirbt er doch einfach. Ja, also einfach ist er nicht tot, weil wir müssen ja, wir müssen noch mal davon. Momentan können wir nur 8 Schaden machen, aber mit dem Incinerator auf der, also wenn wir die 8 Schaden established haben gegen ihn, ist er doch einfach tot. Also. Und wenn wir die Sulfur Falls verlieren, das wird auch nicht so nett. Das spielt nicht so eine große Rolle. Also ich meine, klar, doch, wenn wir das Land jetzt hätten, dann würde es eine Rolle spielen, okay. Also ich bin dafür, dass wir jetzt hier ein Token auf jeden Fall machen. Das müssen wir machen. Auf den Gegner, ne? Ja. Erstmal gar nicht. Erstmal einfach Mana im Pool ziehen. Okay. Und gucken, was er machen möchte. Dann geht er in Combat, wie jeder normale Magic-Spieler. Vollkommen richtig. Aber wir geben ihm die Möglichkeit, einen Fehler zu machen. Genau. Keine Kreditwürde. Ja, das stimmt. Das engt uns schon ganz schön ein, dass er uns hier das Rot... Habt ihr vorher da nicht dran gedacht? Doch, nee, habe ich gesagt. Achso, ich habe ein bisschen deswegen gefreut. Fand ich auch cool, in eigener Runde zu gucken, weil wir dann Ashiok in ein Land umwandeln können. Das können wir aber jetzt immer noch machen. Ja, es ist nicht super kritisch. Aber es stimmt schon, hätten wir das Land gefunden, hätten wir jetzt 2 Aktivierungen, habt ihr recht. Also 3 Aktivierungen. Ja. Das ist ja auch kein Rummagen, es ist ja nicht so, dass der Ashiok auf jeden Fall weg ist. Ich glaube halt, dass Ashiok uns überhaupt nicht weiterbringt, also hätte man vielleicht doch looten müssen. Habe ich selbst ein bisschen mir widersprochen. Ah ja, der ist ganz schön stark. Interessiert uns den? Interessiert uns eigentlich nicht, nee. Was will er denn bouncen? Wir looten erstmal. Uns. Achso, stimmt, wir haben ja einen Essence Getter. Also ich würde das Essence Getter hier benutzen, weil... Ich glaube aber auch, ja. Wir verlieren ja auch keine Aktivierung, sondern können sie halt nur versetzt spielen. Ja, ich bin auch fürs Getter. Es ist natürlich der... Jetzt kommt das Sword natürlich. Der 2-2 ein bisschen doof, aber... Wie heißt der? Archmage. Kleine Länder. Mhm. Obwohl der Hellkite ziemlich gut ist. Aber den können wir... Wenn wir einfach als Leute dann ist das doch... Ja. Machen wir noch schön. Hellkite ist relativ gut, aber dazu muss erst die Welle weg. Mhm. Also, dass wir gerade nur eine rote Quelle haben, ist gerade schon echt richtig schlecht. Mhm. Weil es gibt eben 16 Züge ungefähr. Ungefähr im Schnitt, ja. Oh, okay. Ah, jetzt hängt er auch an damit. Und das ist cool, jetzt einfach einen Token wegzunehmen. Das wirkt recht random. Ja. So konsequent war es nicht, ne? Ich glaube, wir looten erstmal. Ja. Länder hinten ist jetzt die Priorität. Oh. Das ist cool. Und dann schmeißen wir den weg? Na, der Hellkite bringt uns auch durch den Archmage durch. Und die Claw... Na, der stirbt halt immer noch an dem Ranger. Also wir kriegen ja noch ein Aristocrat wieder. Hm. Ja, wenn er jetzt Archmage will, könnten wir einen Token schießen. Dann kann er den nicht fliegen geben. Und dann kriegen wir noch den wieder. Aber wir kriegen ihn nicht wieder sofort. Wir kriegen den erst eine Runde später wieder. Ja, aber der Taste. Nein, wir kriegen ihn erst in seiner Runde. Ach so, ja, richtig. Ich glaube, er wird jetzt einfach versuchen, diesen Ranger zu exilen. Und das werden wir einfach verhindern, indem wir Incinerate machen. Mhm. Stimmt, ja. Aber dann sind wir trotzdem für die Claw, oder? Ich meine, wir haben hier 8 Schaden. Wir werfen die Claw weg. Genau. Ja. Wir haben hier 8 Schaden auf dem Tisch, die muss er eigentlich erstmal handeln. Genau.
Und ja, das, was du gesagt hast. Wenn er jetzt hier sehen, selber sich removen möchte, dann hat er ein Problem. Ja, wir greifen nicht an. Mhm. Nee. Und das Schwitzi, haben wir einen Volcanic davor gelegt? Weißt du, ob wir einen Volcanic haben? Kann ich nicht dran erinnern. Ich glaube nicht, dass ihr über sowas nachdenkt. Na, unterschätzt man nicht die Fuchsigkeit unserer Gegner. Die Fuchsigkeit, ja. Das ist nicht das richtige Wort, glaube ich. Weil er wüsste jetzt theoretisch dann nicht, ob wir nochmal schießen können. Ja, klar. Also es gibt uns, glaube ich, erstmal Credit, dass er die Angst davor hat, zu schießen. Also es ist, glaube ich, besser anzunehmen. Nee, eigentlich nicht. Wir haben natürlich, dass der Gegner weniger Informationen hat. Keine Ahnung. Ja, genau das würde ich auch sagen. Ja. Da stimme ich dir wieder zu. So, was passiert denn jetzt im schlimmsten Fall? Baneslinger-Engel. Bringt aber auch nichts. Nee, weil wir angreifen und zacken. Mir würde jetzt, glaube ich, nichts einfallen. So Verdict wäre auch nicht. Also ja, die bringt gar nichts. Jetzt müsste schon sowas kommen wie Terminus. Ja. Und selbst das ist okay, dann haben wir trotzdem. Vor allem, wir sind ja dann wieder in der Bibliothek. Zack. Und dann mischen wir und. Oh, wir mischen einfach. Ach nee, wir mischen nicht, weil wir vorher schießen. Ja, wir schießen. Schade. Ich glaube, hier geht nicht mehr viel. Ja, den haben wir erwartet. Den haben wir erwartet. Den haben wir erwartet. Dann schießen wir entweder noch einen Goblin in sein Gesicht. Ich glaube, wir schießen einfach diesen Artmage ab. Weil der kriegt ja einen Damage vom Hack halt. Ah. Riesenwill. Klingt fair, oder? Ja. Ach stimmt, und dann nehmen wir einfach einen Hellkite und gewinnen. Ja. Also wenn er resolved. Ja, da müsst ihr schon eine Force haben. Ja, oder halt das was Ding, was einen macht, ne? Ja. Ja, richtig. Wir können ja nochmal looten. Vielleicht finden wir noch ein Land. Jetzt kommt das Bonfire. Okay. Ja, na dann. Gucken wir mal, ob wir einfach gewinnen. Ja, also in dem Spot haben wir gewonnen. Gut Spiel, ja. Ja. Ja, dann sehen wir uns im Finale. Ja, wird rausgefiltert. Okay. Ja. F9 oder so. Ja, netter Gegner. Ja. Vielleicht gibt er sich ja im Forum. Hat auch sehr gut gespielt. Ja, ne? Ja. Halt. Ja. Also ich weiß nicht, seine dritte Hand war vielleicht etwas shaky, da war glaube ich nicht viel los. Ne? Mhm. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass er gar nicht so viel hat für früher. Weil wir haben ja auch eigentlich nur spätere Spells und Planeswalker gesehen. Ja, und das ist meistens ein Deck, was selten, was nicht gut spielt. Mhm. Viel Power, wenig Flexibilität. Komm, wir müssen konvertieren. Richtig. Bis gleich.